Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight. Ich habe euch ja versprochen, dass ich in der heutigen Folge nochmal mit Billy spiele. Und ja, also was ich euch auf jeden Fall zu der Erneuerung sagen kann, ist, dass wenn sozusagen die Kettensäge überhitzt ist, kriegt man nochmal, glaube nochmal genauso lang einen kleinen Boost, wo die Kettensäge dann auch blau ist. Und man ist dann dadurch auch viel, viel schneller. Man kann auch ab und zu mal bei den Objekten besser ransliden, also man interagiert nicht richtig penibel damit, also sobald man sie mal leicht ankratzt, dass man dann gleich und sofort damit ja, interagiert und dann halt festhängt, sozusagen, also einen kleinen Stop drin hat. Und ja, aber das probieren wir dann gleich auch noch mal aus. Dann, ups, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin in den Shop. Okay. Okay, ja, da gehen wir jetzt auch gleich wieder raus. Weil da wollte ich eigentlich nicht rein. Und zwar ist jetzt auch das neue Archiv draußen. Und zwar mit Foliant 18. Ich habe auch schon mal Strecke 5 Überlebende nieder für den Killer ausgewählt und heile insgesamt einen Gesundheitsstatus eines beliebigen Überlebenden für die Überlebenden. So, dann gehen wir jetzt mal in den Spalt, was es so für schöne Sachen gibt. Die Premium-Strecke werde ich mir dann im Laufe der Zeit auch nochmal holen. Und hier kriegen wir schon mal etwas für Alan Wake, eine Kleinigkeit. So, für wen gibt es noch was? Es gibt denn etwas für Kate. Mac. Habe erst gedacht, das ist Kate. Dann unordentliche Robe. Für die Seuche gibt es etwas. Was ist das hier? Hirschmaske? Achso, das ist ein Glücksbringer. Na gut. Denn hier so, ja, halt eine Hose für Felix Richter. Die Outfits, sage ich jetzt mal, können wir uns ja anschauen, sobald wir sie freigeschaltet haben. Für ihmchen hier gibt es was Schönes. Meint diese Sachen hier, die es jetzt hier oben gibt, ich weiß nicht, ob die euch jetzt wirklich interessieren. So, mich interessieren meistens nur die Objekte, die es halt da unten gibt, weil die hier, ja, die kann man ja relativ schnell freischalten. Mal hier. So, wieder ein Glücksbringer. Dann hier eine Hose für Twighty Boy. Dann, ja, so ein Outfit hier. Und sowas. Also anscheinend wie so ein Kinoverkäufer. Dann haben wir hier eine Kleinigkeit für Yanjin Lee. Auch eine Hose gibt es noch dazu. Dann haben wir hier was für die Fäule. Ein neues Gesicht. Dann einen neuen Stab. Das ist wieder nur ein Glücksbringer. Dann, ja, halt ein Outfit, was noch dazu gehört. So, dann gibt es hier nochmal was, auch nochmal für Yanjin Lee. Was gibt es hier? Ah, eine Hose für Nia. Oh, das Outfit von Nia an sich gefällt mir das relativ gut. Gut, der Kopf gefällt mir jetzt nicht so ganz. Ah, für den Clown gibt es auch mal neue Sache. Ja, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das ist auch aus irgendeinem Horrorfilm. Aber ich bin mir unsicher. Denn hier für sie gibt es ein neues Outfit. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Messer des Sängers. Aha. Okay. Hier gibt es noch was für Ace. Auch noch eine Hose dazu. Wie soll es auch anders sein? Für Michaela kriegen wir ein kleines Röckchen. Dann auch noch mal schielt sie da. Da sieht sie ein bisschen aus, als ob sie schielt. Ah, das Oberteil gefällt mir aber gut. So, was haben wir hier noch? Nochmal was für Ace. Dann, was mir persönlich richtig gut gefällt, ist einmal dieses Outfit hier von Hilly Billy. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das gibt es dann auch gleich noch sozusagen in einer anderen Farbe. Das schauen wir uns auch gleich an. Dann hier noch Hose. Plus einen neuen Schläger. Und Hirsch im Wasser können wir denn bekommen. Das hier gefällt mir auch sehr gut. Dieses also so ein Hintergrund, den man ja jetzt bei Dead by Daylight bekommt. Dann haben wir hier nochmal für Alan Wake blaue Haare. Für den Hinterwäldler blaue Hosen. Dann wieder für Felix. Hier nochmal eine Hose, wo. Ja, die gefällt mir auch relativ gut. So ein bisschen Galaxy-mäßig ist das. Denn er hat hier auch einen blauen Kopf. Dann. Ja, hat sie, also Nia halt nochmal die Haare nochmal in blau.
Dann er hat auch wieder eine neue Hose, okay. Dann gibt es hier wieder einen Schläger. Dann für Felix einen neuen Anzug. Oh, der ist aber schick. Ah, die Handschuhe. Ja. Ich hoffe, dass wir so weit kommen. Dann hat er das hier noch freigeschaltet. Also das müssen wir denn noch freischalten. Denn hier die passende Hose. Eine Jacke für Alan Wake. Aber die Klamotten für Alan Wake, die sehen auch echt super aus. Finde ich gut, dass die ihn da gleich mit reingebracht haben in den Spalt. Das hier meine ich. Das gefällt mir sogar viel besser wie das andere. So das Blau und so, das passt echt. Vor allen Dingen jetzt auch, wo die Kettensäge dann auch blau wird beim Überhitzen. Das hat schon was. Denn hier, kleiner Undercut hier an der Seite. So, denn eine neue Schusswaffe. Wobei sich die jetzt auch nicht so krass verändert. Und das letzte Outfit ist auch wieder für Nia. Das, also das mit dem Blau und sowas, das gefällt mir persönlich wirklich viel, viel besser. Aber dann hoffe ich mal, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen mit den Spalt. Ich meine, 69 Tage haben wir Zeit. Und das meiste möchte ich dann auf jeden Fall mit euch zusammen erreichen. So, da sind wir auch schon wieder bei Dead by Daylight in der Runde. So, ich habe hauptsächlich nur Perks dabei, die Flüche betreffen. Wenn jemand, also der eine Perk macht beispielsweise, wenn jemand von mir einen Fluchtotem zerstört, wird mir diese Person für 15 Sekunden lang angezeigt. Vielleicht kriegen wir ja heute mal jemanden. Der war jetzt richtig gut. Boah, der ist genau in unsere Kettensäge reingerannt. Oh, da freue ich mich richtig. Auch falls es jetzt zu laut war, tut es mir volle Kanne leid. Aber ich freue mich gerade richtig, dass das funktioniert hat. So. Gehen wir mal weg. Ja, auf jeden Fall werden mir denn die Überlebenden 15 Sekunden lang angezeigt. Dann verteufelter Boden. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Oh, okay, Blendgranate. Verteufelter Boden, das, da habe ich dann 90 Sekunden lang. Sind die Survivor denn sozusagen One-Hit? Ne? Also wenn ich sie anschlage, dann... Okay. Ist sie vielleicht im Schrank? Nein. Ich geh nochmal kurz unten im Keller gucken, weil da verstecke ich mich beispielsweise nämlich auch immer ganz gern. Aber scheint sie nicht zu sein. Okay, dann gehen wir jetzt hier links wieder zu den Gen zurück. So, ja, was habe ich noch dabei? Aufgezerrte Hoffnung. Das macht, wenn wir, 4 Zähler voll haben, dann sind die Überlebende One-Hit. Dwight. Nicht du schon wieder. Ihm gebe ich einen Schlag mit. Und lass ihn aber laufen, weil ihn hatten wir ja eben erst am Haken. So, was habe ich hier? Was war das jetzt? Oh, den gelben Perk, da bin ich jetzt ehrlich, das weiß ich gar nicht, was das jetzt für einer ist. Ich glaube, das ist unsterblich. Ach, Twilight. Okay, hier haben wir aber noch die Lobby, glaube. Ja, das ist die Lobby, okay. Gut, der erste Gen ist an, das ist, wir machen uns da jetzt gar nicht mal so großen Druck. Weil ich meine, wir haben ja schließlich auch schon einen angehakt bekommen. So. Das ist jetzt unsere zweite Person. Wo liegt sie denn? Ach hier. So, sie versuche ich jetzt mal in den Keller zu bringen. Gucken, ob wir es schaffen. Ah, und da ist auch schon mal ein Pokémon. Ein Totem zerstört worden. Da seht ihr, da werden mir jetzt die Überlebenden angezeigt. Ah, schade. Aber ich habe ein Addon dabei, dass wir da nicht so lange... Ah, hier ist sie. Dass wir da nicht so lange betäubt werden. Ah, stimmt. Dieser Perk macht, dass die Paletten gesperrt werden, wenn ich jemand angehakt habe. So, die dritte Person niedergestreckt.
Also wenn das jetzt an sich weiter so gut läuft, muss ich ehrlich sagen, das war übrigens der gelbe Block, der das macht, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dann kommen wir mit den Archivaufgaben relativ gut zusammen. Und ich bin mir gerade unsicher, welcher Perk das war, aber ich glaube, das war unsere aufgezehrte Hoffnung. Das ärgert mich. Ja, es, nein, das war nicht aufgezehrte Hoffnung, okay. Da habt ihr gesehen, die Kettensäge lädt sich blau auf. Und dadurch kriegen wir einen Geschwindigkeitsboost. Da ist sie schon wieder, ich warte mal... den Gen hier zerstören. Irgendwo ist hier auch noch jemand. Okay, wir haben drei Zähler. Ich weiß gar nicht, sind sie jetzt schon One-Hit? Bin mir unsicher. Da ist der Dwighty Boy. Dwighty Boy. Das war dein Fehler. Oh, er hat Flink dabei. Das war doch nicht so ein Fehler. Er wird die Palette jetzt bestimmt auch wasten. Ah, schade, okay. Da hat der Trick wohl nicht ganz so gut funktioniert. Ja gut, hier zu sägen lohnt sich jetzt gerade nicht so. Komm, den kriegen wir jetzt. Jetzt haben sie verteufelten Boden weggemacht. Jetzt ist die Lobby auf jeden Fall One-Hit. Und die anderen natürlich alle auch. Ah, schade. Ich versuche jetzt gerade, das ist nicht gut. Ich versuche jetzt gerade auf Krampf die Überlebenden zu bekommen. Kriegen wir sie noch? Nein, schade. So, das... Wie wenn ich Survivor spiele. Geht's hier auch durchs Fenster. Komm schon, den Twighty Boy. Den kriegen wir noch. Dass wir wenigstens ein bisschen was von unseren verteufelten Boden mitnehmen können. Das Problem ist nur, jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen auf unser Totem. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen auf unser Totem hier aufpassen. Unsere aufgezehrte Hoffnung. Würde ich nämlich gerne behalten. Sie hätte jetzt auch nur noch im Schrank sein können. Weil auf einmal haben die Blutspuren aufgehört und so. Nicht gut, Nia. Mac. Nicht gut. So, ich werde jetzt mal da hinten hingehen. Wir müssen definitiv unser Totem ein bisschen im Auge behalten. Okay, wir gehen wieder zurück. Vielleicht schaffen wir jetzt auch gleich schon mal einen Mori. Da seht ihr. Er ist halt wirklich viel, viel schneller. Und ihr habt gesehen, an dem Felsen bin ich gerade sehr easy dran vorbeigeslidet. So, wo seid ihr denn, meine kleinen Opfer? Ich möchte euch gerne hoch. Nein! Oh, du Schweine. Lobby, du blöde Kuh. Kleine dumme Kuh. Ich wollte wenigstens ein Mori in der Folge zeigen. Schade, ey. Huch, das war jetzt ein bisschen zu krass. An die Seite gemacht. So, der ist rausgerannt. Und die war jetzt richtig für den Arsch, Dwight. Die war richtig für den Arsch. Okay, sie geht andersrum.
Lol. Ah, hier. Ich glaube, Lena ist dann auch tot, wenn wir sie jetzt nochmal anhaken. Sie ist nicht rübergesprungen. Da ist die Mac. Ich glaube, die Mac hatten wir sogar noch gar nicht anhaken, oder? Hatten wir Mac schon am Haken? Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht. So, dann haben wir schon mal unsere erste Tote. Und dann schaue ich auch gleich mal, dass ich nach hinten zu den Gents komme. Weil ich glaube, es wird jetzt in nächster Zeit auch wieder einer angehen. Okay. Sich sind die Generatoren relativ nah beieinander. Das könnte uns Glück bringen. Also das könnte uns gut in die Karten spielen. Okay, in der Hütte sitzt wieder einer drin. Saß einer drin. Nee, nee. Die Mac hatten wir schon angehakt. Genau. Das ist nämlich die, die ständig in den Schrank reingeht. Weil sie ist ja eben schon im Schrank reingegangen. Das war hinten bei dem Auto. Zumindest bei dem kaputten Auto. Oh, sie ist tot. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, dass wir sie nur einmal am Haken hatten. Schaffen. Ah, schade, okay, das haben wir jetzt nicht geschafft. Hier noch ein bisschen hier. Ja, also hier seht ihr, ne? Eben bei dem Auto zum Beispiel, da hatten wir schon einen kleinen Bonus, sage ich jetzt mal. Dass wir da jetzt nicht. Also die Michaela oder die Lobby. Die hat diesen Böller dabei. Ich werde jetzt hier. Hatten wir Michaela schon? Nee. Oder? 2-2. Nee, Lowy hatten wir schon zweimal. Michaela hatten wir wirklich noch gar nicht am Haken. So. Das heißt, Michaela kommt jetzt zum ersten Mal zum Haken. Und die hatten auch eine Opfergabe dabei, dass die Luke im. Ich glaube, wartet mal kurz. Im Hauptgebäude spawnt. Das heißt, wir müssen hier das Gebäude ein bisschen in Beobachtung halten. Damit wir notfalls, falls Michaela sich jetzt sterben lässt. Okay, Lowy war hier. Was das für ein Perk ist, den wir da. Ob das ein Perk von den Zer. Oh, hier kann man aber auch echt scheiße mit der Kettensäge sägen, ne? Ob das ein Perk von den Survivern ist oder einer von uns ist. Okay, sie wollen wir nicht, weil wir sind ja keine. Was ist. Was war denn jetzt ihr Plan? Wir sind ja keine Camper. Camper-Tandler. Das hat sie gut gemacht. Jawohl. Super, haben wir zweimal in der Runde jetzt jemanden gesägt bekommen. Das freut mich. So, und sie hängen wir jetzt hier auch in die Nähe. Weil sie ist jetzt sowieso tot und die Luke wird jetzt hier auch spawnen. Ja, genau. Oh, sie hat Adrenalin dabei. Ist aber auch gar nicht mal so schlimm, weil wir kriegen sie so oder so.
Aber das ist es halt, ne? Sie hat, erstens hat sie ganz gut aufgepasst, dass, die Lori da wirklich gar nicht mehr hängen konnte. Und die hatten halt die Opfergabe dafür dabei. Gut, tut mir jetzt natürlich auch ein bisschen leid für sie, weil sie jetzt halt, ja, noch nicht so das dritte Mal hing, sondern erst das zweite Mal. Oh. So. So, erbarmungsloser Killer sind wir. Wir haben auch unsere Aufgabe geschafft, haben Doppelpip. Was sagen die Punkte? 60.000 kann sich sehen lassen. Und das hier waren unsere Survivor, die mit uns gespielt haben. Alles nur PC-Spieler anscheinend. Hatten alle eine Werkzeugkiste mit. Naja gut, davon habe ich jetzt persönlich nicht so viel gemerkt. Ich meine, klar, am Ende waren es ja nur noch zwei Gens, aber ansonsten, wenn diese großen Werkzeugkisten hier dabei sind und im Allgemeinen Werkzeugkisten dabei sind, dann ja, kriegen die das eigentlich schneller hin. Ja. Wie gesagt, ich hatte einmal Fluchvergeltung dabei. Das ist jeder Überlebende, der mit einem glanzlosen Totem oder einem Fluchtotem interagiert, erleidet den Statuseffekt ahnungslos, und zwar für 40 Sekunden. Und dass dieser uns angezeigt wird. Dann hatten wir noch Fluchblutgunst dabei, sobald ein Überlebender verletzt wird. Das war das mit den Paletten, dass die Paletten in einem Umkreis von 24 Metern für 15 Sekunden blockiert werden. Verteufelter Boden. Da haben wir sogar nur 60 Sekunden lang, also eine Minute Zeit, die Spieler zu One-Hitten. Die haben dann den Statuseffekt gefährdet und dann sind sie halt einfach One-Hit. Und aufgezehrte Hoffnung, mit dem fünften Zähler hätten wir sie töten können. Der dritte Zähler macht sogar schon, dass sie gefährdet sind. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich leider kein Mori zeigen konnte. Aber das soll uns gar nicht mal so stören, dann sehen wir es eventuell in der nächsten Folge. Also bis dahin, tschüss.